Das berühmte Gemälde »Brieflesendes Mädchen am offenen Fenster« von Johannes Vermeer gehört zu den größten Kostbarkeiten der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Nur ungefähr 35 Gemälde werden heute zum Werk dieses berühmten holländischen Malers aus dem 17. Jahrhundert gerechnet. Das zum Frühwerk des Künstlers zählende Bild gelangte 1742 aus der französischen Sammlung des Prinzen von Carignan nach Dresden. Damals war es Rembrandt zugeschrieben. Während der richtige Künstlername bereits 1806 in einem Führer zur Dresdner Galerie auftaucht, setzte sich die Zuschreibung an Johannes Vermeer, der Sphinx aus Delft, wie dieser mysteriöse Maler auch bezeichnet wurde, erst nach dem Besuch des Vermeer-Forschers Gustav Thoré Bürger 1859 in Dresden durch. Vermeers Gemälde gehören zu den weltweit am besten erforschten und dokumentierten Werken der europäischen Malkunst. Die meisten Bilder wurden in den letzten Jahrzehnten umfangreich restauriert. Eine komplexe Restaurierung des Gemäldes stand seit langer Zeit auf der Agenda der Gemäldegalerie Alte Meister der Staatlichen Kunstsammlung in Dresden. Der praktischen Restaurierung, die in der vergangenen Woche an dem Gemälde »Das brieflesende Mädchen am offenen Fenster« von Johannes Vermeer begann, ging eine wirklich längere, intensive Phase der Vorbereitung dieser Entscheidung voraus. Die Phase begann quasi im Jahr 2004, 2005, als das zweite Gemälde dieses Künstlers aus der Dresdner Gemäldegalerie von Marlies Giebe restauriert worden ist und dabei eine enorme Farbigkeit zum Vorschein brachte und der Wunsch, dass auch das brieflesende Mädchen in seiner ursprünglichen Farbigkeit erstrahlen sollte, ist eigentlich damals entstanden. Schließlich ist noch zu erwähnen, dass wir im Frühjahr dieses Jahres mit Spezialisten aus Wien, aus Amsterdam, aus Kopenhagen die Konzeption dieser Restaurierung besprochen haben und uns von diesen Spezialisten natürlich auch eine ganze Menge von Anregungen geholt haben, worauf bei dieser Restaurierung zu achten ist, welche Untersuchungen noch durchgeführt werden sollten und wie das ganze Untersuchungsprogramm insgesamt aufgestellt werden soll. Dr. Christoph Schölzel, langjähriger Restaurator der Gemäldegalerie Alte Meister, stellte eine Restaurierungskonzeption vor. Im Ergebnis der Diskussionen, bei der natürlich auch das Für und Wider einer solchen Restaurierung erwogen wurde, befürworteten die Experten dieses Vorhaben. Christoph Schölzel wurde mit der Restaurierung des Bildes betraut. Als Kooperationspartner konnte das Naturwissenschaftliche Forschungslabor der Hochschule für Bildende Künste Dresden gewonnen werden. Die Expertenkommission übernahm die fachliche Begleitung. Die Arbeiten begannen mit der Abnahme des Firnisses, der auf der originalen Farbe als Schutzschicht liegt, jedoch mit der Alterung vergilbt und verbräunt und somit die Farbschichten wie unter einer Sonnenbrille dämpft und ihre Strahlkraft mindert. Zur Entfernung der Firnisschichten benutzt der Restaurator mit organischen Lösungsmitteln getränkte Wattefahnen. Vorsichtig arbeitet er in kleinen Abschnitten und kontrolliert ständig auch unter dem Mikroskop die so gereinigten Bildpartien. Bei Vermeers Briefleserin kam die Entfernung des vergilbten Firnisses einer Neuentdeckung des Bildes gleich. Die fein abgestimmten Farben des Malers traten wieder hervor, und das Bild erstrahlt nun in seinen kühlen, fein differenzierten Farben.
Als die Firnisabnahme zum linken Rand der übermalten Hintergrundfläche in der Bildmitte vorrückte, bemerkte der Restaurator, dass die Farben der Übermalungsschicht anders auf die eingesetzten Lösungsmittel reagierten als die nicht übermalten Farbschichten. Üblicherweise lösen sich bei einer Firnisabnahme auch später aufgebrachte Retuschen, wie sie vielleicht von den Restaurierungen des 19. Jahrhunderts, die dieses Bild hier in Dresden erlebt hat, stammen könnten. In dem Falle wussten wir aber auch, dass es verschiedene Übermalungen gibt in den Randbereichen und ganz besonders oberhalb des Kopfes des Mädchens im Hintergrundbereich. Als ich merkte, dass die Lösungsparameter der Farbschichten in diesem Bereich unterschiedlich sind von denen der originalen Farbschichten, haben wir ein Untersuchungsprogramm angestrengt. Das heißt, aus diesem Bereich wurden winzig kleine Farbpartikel entnommen, unter dem Mikroskop selbstverständlich, die dann in Kunstharz eingebettet und unter einem bestimmten Winkel angeschliffen. Es ermöglichen, dass man die Schichtenfolge von der Grundierung über die Imprimatur, die Malschichten bis hin zu den Firnisschichten und Übermalungsschichten zeigen kann. Diese Untersuchung hat dankenswerterweise Professor Christoph Herm von der Hochschule für Bildende Künste in Dresden angefertigt. Wir haben hier ein Auflichtmikroskop, unter dem Querschliffe betrachtet werden können. Die Beleuchtung ist entweder mit sichtbarem Licht oder auch mit UV-Strahlung. Und wir können hier bis zu 1000-facher Vergrößerung den Schichtenaufbau von kleinen Farbschichtproben untersuchen. Sie sehen hier in dem Bild stark vergrößert die Schichten angeschnitten wie bei einer Cremetorte übereinander liegend. Zuerst die Imprimatur, hier die originale Farbschicht. Dann haben wir unter UV hell aufleuchtend zwei Bindemittelschichten und darüber die Übermalung. Und zwischen der ersten und der zweiten Bindemittelschicht gibt es eine Schmutzschicht, die anzeigt, dass die erste Bindemittelschicht, also der erste Firnis, längere Zeit die offene Oberfläche des Gemäldes gewesen ist. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen stellten die bisherige Lesart der Übermalung des Bildes in Frage. Seit der Röntgenuntersuchung des Bildes 1979 war bekannt, dass es an der hinteren Wand des Raumes oberhalb des Kopfes der Briefleserin einstmals ein großes Bild gab, auf dem ein nackter Cupido, ein Liebesgott mit kleinen Flügeln und einem Bogen in der Hand steht. Diese Erkenntnis, die die damalige Galeriedirektorin Dr. Anneliese Meyer-Meinschel in einem Aufsatz veröffentlichte, war in der Vermeer-Forschung gut bekannt. Bis heute dachte man allerdings, Vermeer habe selbst das Bild im Bild übermalt und damit getilgt. Diese Annahme war auch insofern berechtigt, weil der Maler tatsächlich in dem Dresdner Gemälde mehrere Veränderungen vorgenommen hat. Beispielsweise drehte er das Mädchen leicht in die jetzige strenge Profilansicht oder er übermalte ein großes Weinglas, das ursprünglich in der rechten unteren Bildecke dargestellt war, und ließ es so unter dem grünen Vorhang verschwinden. Zu den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen bezüglich der Übermalungsschicht im Hintergrund kommen noch mehrere Beobachtungen des Restaurators hinzu. So fällt auf, dass der Farbton der Übermalung wesentlich dunkler, nämlich bräunlich-grau ist und zu der weißen Wand hinter dem Rücken des Mädchens nicht passt. Dies kann, da sind sich die Experten einig, nicht das Resultat von Farbveränderungen im Lauf der Jahre sein. Vielmehr wurde die Farbe aller Wahrscheinlichkeit nach auf einen vergilbten Firniston hin ausgemischt, wie er sich in jahrzehntelanger Alterung herausbildet. Das heißt, das Bild war schon mehrere Jahrzehnte alt, als die Entscheidung getroffen wurde, den Cupido im Hintergrund zu übermalen. Die neuen Erkenntnisse, zu denen auch die Ergebnisse einer Röntgenfluoreszenzuntersuchung der gesamten Bildfläche mit hinzukamen, wurden wiederum mit der Expertenkommission besprochen.
Im Ergebnis eines Treffens Ende 2017 sahen es alle Beteiligten als erwiesen an, dass zwischen der Ausführung des Bildes um 1658 und dem Aufbringen der Übermalungsschicht ein zeitlicher Abstand von wenigstens mehreren Jahrzehnten besteht und dass diese Übermalung nicht von Vermeer selbst ausgeführt worden sein kann. Der Künstler starb 1675 im Alter von 43 Jahren. Sein Gemälde mit dem brieflesenden Mädchen war zu diesem Zeitpunkt erst 17 Jahre alt. Ziemlich sicher ist aber auch, dass die Übermalung auf das Bild bereits aufgebracht war, als es 1742 nach Dresden kam. Dies kann man einem Brief entnehmen, der im Zusammenhang mit dieser Erwerbung nach Dresden geschrieben wurde und eine kurze Beschreibung des Gemäldes enthält. Allerdings ohne ein Cupido-Bild im Hintergrund zu erwähnen. Im Dezember 2017 entschied sich die Galeriedirektion, den Empfehlungen der Experten folgend, für eine Probefreilegung des übermalten Cupido-Bildes in Form eines 1 cm breiten Streifens quer über den übermalten Hintergrundbereich. Mit zahlreichen Proben ermittelte der Restaurator die für die Abnahme günstigste Methode. Dabei stellte sich heraus, dass eine sogenannte mechanische Abnahme unter dem Mikroskop mit einem kleinen Skalpell die bestmögliche Verfahrensweise darstellt. Nur so kann ein Teil der zwischen der originalen und der Übermalungsfarbschicht liegenden Firnisschicht erhalten werden. Bei Verwendung von organischen Lösungsmitteln wäre diese Schicht leicht gelöst worden. Da jedoch anzunehmen ist, dass zumindest die untere Firnisschicht von Vermeer sein könnte, sollte eine Abnahme dieser Schicht möglichst vermieden werden. Es ist also denkbar, dass im Dresdner Bild der Rest eines Firnisses von Vermeer verblieben ist. Das ist ein erhaltenswerter Befund. Die Probefreilegung des Querstreifens brachte eine vorzüglich erhaltene Farbschicht zutage. Die Malerei ist fein differenziert und war in jedem Fall vollendet, bevor die Übermalung sie wieder abdeckte. Selbst die Pinselstrukturen sind noch gut erkennbar. Das Ergebnis der Probefreilegung war also sehr überzeugend. Nach genauer Betrachtung der vorgefundenen Situation und nach Abwägung aller Risiken und möglichen anderen Vorgehensweisen wurde im Februar 2018 entschieden, die Freilegung der übermalten Fläche im Hintergrund fortzusetzen. Diese Arbeit ist eine sehr langwierige, ist eine sehr anstrengende und auch für den Gemälderestaurator eine außergewöhnliche Arbeit, die nur in ganz kleinen Arbeitsfeldern von 1 bis 2 Quadratzentimetern pro Tag vonstatten gehen kann. Man muss immer mal auch eine Pause machen, weil die Konzentration bei dieser Arbeit natürlich sehr gefordert ist. Die Restaurierung des brieflesenden Mädchens am offenen Fenster ist heute noch nicht beendet. Aber die spektakulären Befunde an diesem Hauptwerk Vermeers haben uns veranlasst, bereits jetzt, während der Arbeit, unserem interessierten Publikum gemeinsam mit dem Restaurator einen tiefen Blick durch das Mikroskop zu ermöglichen.